Ich kann dir mal ein konkretes Beispiel geben, ne? um mal auch mal einen Namen zu nennen. Ich bin vor etlichen Jahren bei Cindy aus Marzahn und die jungen Wilden aufgetreten. Das war ein Format, das wurde von Brainpool produziert. Das ist die Firma gewesen, an der Stefan Raab beteiligt war. Mittlerweile ist er nicht mehr beteiligt. Und wir hatten einen Auftritt in Halle an der Saale, eine Aufzeichnung. Und bei dieser Aufzeichnung waren 6 Kollegen dabei. Heute namhafte, berühmte Kollegen. Und als das ausgestrahlt wurde, wir waren am Abend zusammen und der Regisseur hat schon am Abend gesagt, der Produzent, dein Stand-up wird nicht ausgestrahlt. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann haben die gesagt, ja, das war nicht lustig. Es war viel zu lang, es war nicht lustig und du hast außerdem Dinge gesagt, die nicht abgesprochen waren. Ich habe nie meine Stand-ups abgesprochen. Ich habe nie Texte eingereicht. Also wer mich einlädt, der weiß das, dass ich immer improvisiere auf der Bühne. Ich spreche immer frei. Das zweite war, der Saal hat getobt, ja, da wurde gelacht. Das Problem war, ich habe in der Sendung über die Sendung gesprochen und gesagt, das ist alles hier abgesprochen, das ist für Assis, das macht keinen Spaß. Also ich habe gespielt, kritisch zu sein und selbst das war nicht geduldet. Ich bin danach in die Umkleide gegangen und habe die Kollegen, die das alles mitbekommen haben, gefragt, sag mal, habt ihr das nicht gesehen? Die behaupten, es wurde nicht gelacht. 5 von denen, 6 haben geschwiegen und weggeguckt. Ja, die haben noch nicht mal gesagt, ey, das ist, wenn du das nicht darfst, wollen wir auch nicht. 4 von denen, 2 waren es, die das nicht gemacht haben. Und 2, wie gesagt, von denen waren Kollegen, die loyal waren und die bis zum heutigen Tage mir auch verbunden geblieben sind. Das eine ist Olaf Schubert und das zweite ist Ingmar Stadelmann. Ingmar Stadelmann, mit dem habe ich nicht viel zu tun, aber der war in dem Moment wenigstens einer, der auf meiner Seite stand. Olaf Schubert hat mich Jahre durchgehend eigentlich danach immer wieder eingeladen zu sich in seine Shows und war immer jemand, der sich zu mir bekannt hat. Und selbst vor einem Jahr ist etwas passiert, was symptomatisch war und die exakte Wiederholung dieses Ereignisses, was ich dir gerade geschildert habe. Es gibt nämlich ein Humorfestival in Dresden. Das wird vom MDR veranstaltet. Und Olaf wollte mich wieder einladen und der MDR hat das abgelehnt, hat gesagt, den wollen wir nicht. Der hat Streit mit dem Westdeutschen Rundfunk und wer mit irgendeinem Sender der ARD-Gruppe Streit hat, der darf hier nicht auftreten. Daraufhin hat Olaf Schubert mich 4 Wochen später in ein anderes Theater eingeladen, um zu demonstrieren, dass er loyal ist. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Und es ist aber der einzige, einer der wenigen Kollegen, bei denen ich das sagen kann. Die restlichen Kollegen, da kann ich dir ein Buch drüber schreiben, sind im Grunde genommen kleine, hinterhältige, dumme Arschlöcher, die es nur darauf anlegen, Karriere zu machen und sobald sie jemanden in ihrem Weg sehen, treten sie ihm in die Fresse. Ich frage mich, warum sich das bewährt, beziehungsweise wenn du da voll den Nerv getroffen hast. Man will keinen Türken haben, der Deutsche nachmacht oder Texte spricht, die Deutsche sprechen sollen. Das ist Rassismus. Ich habe nirgendwo so viel Rassismus erfahren wie im Fernsehen und im Hörfunk und sonst wo. Das ist der schlimmste Rassismus, den es gibt. Das finde ich krass, weil mein distanzierter Eindruck ist eher so, dass man sich da irgendwie, also dass man Öffentlichkeit hat und dass ich immer ein bisschen schützen kann, weil ich meine, die anderen, die da wegschauen halt, ne, wenn ich jetzt denken würde, ich würde sehen, weil du hast ja gesagt, zu dem anderen hast du ja gar keine enge Beziehung gehabt und der hat sich ja trotzdem für dich eingesetzt und dass man hat so, warte mal, wenn du wegen sowas jetzt gecancelt wirst halt, ne, dass ich bin nicht gecancelt worden. Naja, also wenn man sagt, jetzt dreht sich ja unsere Argumentation ein bisschen um, ne, also ich habe ja eben gesagt, man kann ja alles sagen, jetzt sage ich selber, man kann nicht alles sagen. Du hast was gesagt, den Nerv getroffen, du bist auf der Veranstaltung oder ist egal, was du gespielt hast, ne, so, dass man sagt einfach, der Saal hat getobt, man schiebt einen Grund vor, es war ja ein Vorwand dann halt und dass die anderen sagen, es könnte mir ja auch passieren. Nee, pass auf, es ist so, also ich will nochmal die Argumentation von eben schlüssiger machen, ne, ich habe ja gesagt, man braucht Widerstandskraft, Ausdauer und Authentizität und Glaubwürdigkeit und auch ein bisschen Trotz und so weiter und Ignoranz habe ich auch gesagt. Was diesen Leuten unangenehm aufstößt, ist, dass ich nicht das tue, was sie wollen. Ja? Ich tue das, was mir passt in dem Moment und ich lasse mich nicht zuordnen. Und das ist ein Widerstand, das ist Terrorismus, das ist Anarchismus, das dulden sie nicht. Willst du was sagen? Diktatur. Es ist eine unsichtbare Diktatur. Geht um Hierarchie. Du bist der Künstler, du bist das letzte Glied in der Kette, du hast zu tun, was wir sagen. Es ist so wie ein Schwarzer, der nur ganz schwierig Präsident werden kann, wegen seiner Hautfarbe. Das ist auch ein Prozess gewesen und bis es passiert ist, hat es lange gedauert. Überleg doch mal, ich meine, ich mache meinen Job seit über 40 Jahren.
Ich habe ausverkaufte Häuser. Ich spiele große Hallen, ja, 5.000 bis 10.000. Siehst du von mir irgendeine Werbung irgendwo? Nee. Bin ich im Fernsehen? Letztens bei Echter geht's nicht, haben wir Werbung gemacht. Ab und zu irgendwo mal tauche ich auf. Habe ich so eine Präsenz wie die großen Stars der Comedy-Branche? In den letzten Jahren sowieso nicht. Okay, warum ist das so? Das fragen sich viele. Warum ist das so? Weil ich mir etwas aufgebaut habe, was nur darauf fußt, dass ich die ganze Zeit glaubwürdig war und konsequent und straight, wie ich es gesagt habe. Jetzt überleg mal, wie geht man damit um? Der Mainstream ignoriert mich. Für die existiere ich gar nicht. Ich habe einen Preis mal in meinem Leben gewonnen. Ja, und zwar 2004 den Prix Pantheon. Ich war einmal nominiert für den Grimme-Preis und einmal für den Fernsehpreis. Und statt meiner hat den Ina Müller bekommen, deren Sendung schon seit 20 Jahren läuft. Also da ist ganz klar ein Ausschlussprozedere, was sagt, jemand, der nicht das erfüllt, was ihm zugeteilt wird, der darf in dieser Gesellschaft keinen Erfolg haben. Genau, das ist der springende Punkt, glaube ich. Eher die Unkontrollierbarkeit. Also, dass die Leute Angst haben vor der dass du unberechenbar bist, eher als vor der Herkunft halt, ne? Dass sie sagen, lieber, doch, okay, das ist Rassismus. Das ist nicht das hat nichts mit der Unkontrollierbarkeit zu tun. Mhm. Man will, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, man will dem Türken nicht mehr Platz geben, als er verdient. Dass die Angst eher da auch drin mündet, so, dass du mehr übernimmst, als sie dir zugestehen wollen? Ich meine, wenn du noch bekannter, beliebter, mächtiger werden solltest, vielleicht hast du einen unerwünschten Einfluss dann auf das ganze Ding. Ja, kann sein. Ich glaube eher, dass es das Weltbild ins Wanken bringt, wenn plötzlich ein Türke nicht mehr dem Klischee entspricht, der in der Shisha-Bar sitzt und ich ficke dich sagt, sondern besser Deutsch spricht als die Leute, die ihn kritisieren. Wer sind denn die erfolgreichsten Türken in der Branche? Gibt wenige. Fatih Akin vielleicht. Das ist noch einer, der akzeptiert ist als Nicht-Türke. Aber sobald man Nicht-Türke ist, wird man ja Deutscher. Mhm. Wenn man Erfolg hat, wird man geadelt und wird zum Deutschen. Ach ja, wenn und dann beim Misserfolg wieder. Wird man wieder zu Mesut Özil. Ja. Haben wir letztens auch gesprochen, Integration und das Assimilieren. Das sind die beiden Pole. Wenn du Erfolg hast, man merkt gar nicht, dass du Türke bist. Du sprichst so gut Deutsch. Mhm. Wenn du das nicht machst, geh wieder dahin, wo du hergekommen bist. Jetzt sage ich, ich habe ja eben gesagt, in meiner Kindheit habe ich keinen Rassismus erfahren. Jetzt erfahre ich viel mehr Rassismus. Vielleicht, und ich muss auch sagen, der ist gegenseitig bedingt. Vielleicht, hatten wir auch am Anfang, aber vielleicht auch, dass der jetzt mehr wahrgenommen wird. Als Kind hat man vielleicht drüber hinweggesehen, ist nicht verstanden. Nee, also ich... Wenn es nicht so direkt war, meine ich. Wahrgenommen, also ich habe einfach mehr Ebenen jetzt, auf denen ich passiere oder passiert bin, ist ja jetzt auch vorbei. Aber das gab's schon immer. Es gab's schon immer. Also es gibt's auch in anderen Bereichen so. Also es gibt's mittlerweile zum Beispiel, was Schwarze angeht, ne? Die haben ja jetzt einen Platz gefunden in der Werbung. Es war, vorher gab's keine Werbung, wo Schwarze waren, ne? Es gab in Deutschland keine Schwarzen. In der Werbung nicht, überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Blanco. Ja, genau, es gab so stilisierte halt, ne? Oder so wie, ich will jetzt nicht schlecht über Kollegen sprechen, aber in gewisser Weise erfüllen auch gewisse Comedians das Klischee, was Roberto Blanco für die Schwarzen erfüllt hat, ne? Immer lustig, bisschen, macht sich selber nach, macht sogar Witze über sich, benutzt das N-Wort, bla, bla, bla. Und, das hat sich jetzt geändert, weil man gesehen hat, das kann ein Marketing-Tool sein, mit Diversifikation und Vielfalt zu werben. Ne? Wir sind nicht mehr die Gesellschaft der Deutschen, sondern wir sind die Gesellschaft der Schwarzen. Wir sind eine Gesellschaft der Inklusion, der Homosexualität, der Transgender. Aber es ist wieder so oberflächlich, dass eigentlich diese Minderheiten missbraucht werden für einen anderen Zweck. Nämlich um Geld damit zu machen und nicht um Toleranz oder sonst etwas in den Menschen zu wecken. Und das ist genauso verlogen, wie wenn du es ignorierst. Also ist es Heuchelei oder doch nicht der erste Schritt? Es ist Heuchelei. Kein bisschen Fortschritt oder nur heuchlerischer Fortschritt, der den ersten Grundstein legt in die richtige Richtung oder so. Ich meine, mit der Visität vielleicht, dass da erstmal die Türen aufgemacht werden. Also wenn ich eine Frau sehe, ja, mit Curly Hair und schwarz und die hat eine halbschwarze Tochter und wäscht Wäsche und singt, dann denke ich so, warum heißt das Waschmittel Weißer Riese? Also könnt ihr das nicht dann Schwarzer Riese nennen? Oder das ist für mich... Die benutzen etwas. Vielleicht ist es sogar gut, dass sie es machen. Kann auch sein, dass du recht hast. Ne? Das ist vielleicht auch eine Entwicklung, deren Anfangsstadium wir jetzt wahrnehmen, die irgendwann wieder in eine durchschnittliche Fassung zurückgeht. Aber im Moment ist es mir zu extrem. Ich will bei Kaugummi-Werbung nicht Schwule sehen.
weil ich möchte Schwule gar nicht sehen, weil ich sie nicht wahrnehmen will als schwul, sondern als Menschen. Warum auch nicht Kaugummi-Werbung? Gibt irgendwelche Hanuta, ständig müssen sich irgendwo irgendwelche Frauen küssen oder Männer oder keine Ahnung, whatever. Ich will Menschen nicht wahrnehmen als eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sondern als Mensch. Ich will nicht wissen, mit wem der oder die schläft oder das oder dies oder woher der kommt oder wohin er geht, sondern jeder Mensch ist für mich gleich. Haben diese negativen Erfahrungen, also steigern die dein Misstrauen? Also bist du dann auch schwierig, bist du dann auch schwierig im Umgang, was Freundschaften angeht oder neue Bekanntschaften? Nee, also private Freundschaften, nein. Aber alles, was mit Job zu tun hat, ja. Ich will mit niemandem aus dieser Branche was zu tun haben.